Ja. Das ist dieser Moment, wenn man ein Video anfängt und dann so richtig fies eine Wimper im Auge hat. Oh, egal. Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Die Wimper ist immer noch da. Heute ist Freitag und ich dachte mir, ich erzähle euch mal ein bisschen was zu mir. Ein bisschen Narzissmus kann nicht schaden, also heute geht es nur um mich. Ich erzähle euch so ein bisschen unnützes Wissen über Elena, so Kleinigkeiten. Ja, also unnützes Wissen 1. Ich bin unglaublich schrecklich Spätaufsteher und das auch kombiniert mit einem fiesen Morgenmuffel. Also ich sage euch, ich brauche mindestens eine Stunde, bevor man mich ansehen kann, geschweige denn ansprechen kann, geschweige denn mit mir irgendwas reden kann. Wenn ich morgens aufstehe, sind die ersten Worte meistens Ja, dann unnützes Wissen 2. Ich telefoniere mit meinen Großeltern täglich, zwischen ein- und zweimal. Also meistens, wenn ich aufstehe, das erste Mal und das zweite Mal dann nochmal vorm ins Bett gehen, um noch eine gute Nacht zu wünschen. Hat sich irgendwie bei mir so eingebürgert und ja, ich finde es auch schön, weil mir ist die Verbindung zu meiner Familie sehr wichtig. War nicht immer so, ist aber jetzt. Je älter ich werde, immer wichtiger. Ja, ich hatte bisher 5 Hasen, nämlich nach der Reihenfolge, und ich möchte vorwarnen, die Namen sind komisch. Ich war aber ein Kind. Das muss man mir zur Verteidigung sagen, ich war ein Kind. Nämlich Ronja Michelle Hunziker, das war zu Zeiten von DSDS, wo ich die bekommen habe, und da war ich total begeistert von Michelle Hunziker. Dann hatte ich Mimi, Fridolin Valentin, weil bei der dachte man erst, das sei ein Männchen, dann habe ich ihn Fridolin Valentin genannt, aber dann hat sich herausgestellt, es ist ein Weibchen, aber dann wollte ich den Namen nicht hergeben. Ich gedacht habe, nee, nein, Leo, hör auf, die Türen zu kratzen. Ja, dann hat er mir nach der Mimi, hat nur dann Chibi Basuzu Fry Einstein. Ist legendär, der Name. Basuzu kommt immer noch von Futurama. Das habe ich damals so unglaublich gern geguckt. Und Professor Farnsworth, der hat sich mal einen. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. Also so ein Wasserspeier. Oder wie nennt man diese Wasserspeier, die da. Diese Goblin oder irgend sowas hat er sich damals gezüchtet. Und den hat er Basuzu genannt. Und den Namen fand ich so toll, dass ich meinen Hasen danach benannt habe. Und Fry halt auch wegen Futurama. Ja, und Einstein, weil ich dachte, er wäre ein kluger Hase, aber das hat sich als Irrtum rausgestellt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, danach Chip kam. Ich muss gerade überlegen. Der Schnuff. Der Schnuffi. Ja, der Schnuffi war. Weil die beiden sind relativ nah aufeinander gewesen, deswegen bin ich mir nicht mehr sicher gewesen. Auf jeden Fall war dann der nächste der Schnuffel. Schnuffel, Klopfer, Prinz, Schnufferwitz. Entschuldigt, die Namen sind eben wirklich so. Ja. Dann der nächste Hase, den ich bekommen habe, ist dann schon der fünfte. Und das ist dann die Isabelle Hanako Annabelle. Und jetzt ein kleiner Funfact am Rande. Annabelle ist auch einer meiner Namen. Also den habe ich mit meinem Hasen geteilt. Und ja. Und jetzt haben wir aktuell unseren jüngsten und sechsten Hasen, unseren kleinen Chaoten, unseren kleinen Liebling, genannt Leo. Aber er heißt eigentlich Lionel Patrick Bugs Bunny Riedmeier. Also bei ihm habe ich keine Ausrede mit, ich war so jung. Das ist einfach. Namenstechnisch, für Hasen bin ich ein bisschen ungewöhnlich. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich bin ein furchtbarer Käse-Junkie. Das ist Fakt Nummer 3. Also ich bin eine gute Bekannte und meine Pflegerin nennt mich immer liebevoll die Königin des Käses. Und ich bin auch wirklich käseabhängig. Also meine Mutter kann bestätigen, dass ich fast alles mit Käse essen kann. Also wirklich alles. Und es gibt bei unserem Haushalt so ein Worst-Case-Szenario, wenn mir der Käse ausgeht. Also mein Vater ist schon mal mit mir fast mitten in der Nacht zu einer Tankstelle gefahren, weil ich nur noch eine Tüte Käse da hatte. Und ja, solche Geschichten gibt es viele. Und ja,
Fakt Nummer 4. Ich bin total die Aldi, Lidl, Penny Plus Boykottiererin. Aber ich habe ein ganz, ganz fieses Laster und das gibt es leider nur dort. Und das sind diese Dinger hier. Ich habe die jetzt, meine Mutter, ich stellte extra los, um die zu holen. Die gab es diese Woche wieder mal. Und die gibt es immer nur alle paar Monate. Ich zeige es euch mal richtig. So. Und die gibt es immer nur alle paar Monate mal beim Lidl. Beim Lidl. Und das Problem ist, das ist wirklich so eine. Das ist so wirklich eine richtig fiese Nummer, weil die gibt es dann immer nur für einen Tag und die sind immer sofort ausverkauft. Und deswegen ist es dann immer so, dass ich meine Mutter schon, wenn ich es im Lidl-Prospekt sehe, die ganze Woche sagt: Mami, vergiss auch nicht, an dem und dem Tag früh morgens loszugehen. Früh morgens, früh morgens. Ja, und dann, wenn ich die dann habe, bin ich der seligste Mensch der Weltgeschichte. Und während wir dieses Video drehen, habe ich die Bauchschmerzen meines Lebens. Ich sag euch, ich habe das Gefühl, ich sterbe, weil ich habe heute so viel davon gegessen, dass mir der Magen weht. Aber ich versuche es mit einem freundlichen Lächeln zu überspielen. Ich hoffe, es gelingt mir. Ja, das kann ich euch noch erzählen. Noch ein Fakt über Elenchen. Mein vollständiger Name ist Elena Annabel Samantha Wiedmeier. Ja, also, den habe ich mir selbst ausgesucht, weil ich mit 18 Jahren eine Namensänderung hatte. Meinen alten Namen werde ich nicht nennen, es tut mir leid, aber das ist ungefähr für mich so, wie wenn ich jetzt hier vor der Kamera strippen müsste und das mache ich nicht. Weil ich finde, es zieht sich nicht. Für euch bleib und bin ich und bleibe ich die liebe Elena oder die, ihr könnt mich auch gerne die Ella nennen oder ihr könnt mich auch gerne Bell nennen. Oder ihr könnt mich Lena nennen, ist mir eigentlich Wumpe. Hauptsache eben bei meinem neuen gewählten Namen. Ja, was kann ich euch noch ein Fakt über mich? Ich bin eine furchtbare Elektroniksammlerin und ich schaffe es wirklich, Zeug mir zu kaufen, nur weil es gerade total trendy in meinen Augen ist, was aber schon veraltet ist. Weil ich bin meistens nicht die, die unbedingt das neueste Zeug braucht, sondern ich suche mir die Sachen immer aus nach dem Prinzip, was habe ich mir schon, als ich kleiner war, gewünscht. Dann, ja, ich habe noch einen Fakt. Oder was gesagt, noch ein nützliches Wissen. Ich wollte, seitdem ich ein Stepfke bin, gibt es vier Sachen, die ich haben wollte, um jeden Preis. Und das war ein Pipi Max, ein Sitzsack, eine Fritteuse. Und ich meine jetzt keine Heißluftfritteuse, ich bin eine Fettfritteuse. Und das vierte, was war das vierte? Känguruschuhe nochmal, weil die waren so bequem. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt geschafft, einen von den Wünschen mir zu erfüllen. Ich habe einen Sitzsack. Den hat eine Bekannte von meinem Papa übrig gehabt und hat einen Hund schenken wollen. Und dann habe ich die Ellenbogengesellschaft raushängen lassen und ihm den Hund gestohlen. Und meine Mutter regt sich jetzt schon auf. Das ist bei uns gerade so ein rotes Tuchthema, weil ich den Sitzsack im Wohnzimmer rumliegen habe und ihn noch nicht mal benutzen kann. Also, ich sollte jetzt aufhören, davon zu reden und ganz galant zur nächsten interessanten Info zu mir kommen. Ich bin chaotisch. Ich bin jemand, ich blühe auf, je chaotischer es ist. Aber nicht so im Sinne von unaufgeräumt chaotisch, obwohl das gibt es hier und da auch mal bei mir. Aber so das innere Chaos, da bin ich dann, da gehe ich auf wie Hefeteig. Je schwieriger, je besser. Ja, noch so ein unnützes Wissen. Ich bin ein unglaublich geduldiger Mensch, wenn es um Elektronik geht. Wenn es um Warten auf Sachen geht, bin ich der ungeduldigste Mensch, den es gibt. Aber so bei Elektronik, da hatte ich ja schon vor kurzem, habe ich eine Wii bekommen und die hat fast 5 Stunden habe ich gebraucht, die einzurichten. Und wo meine Mutter schon gesagt hat, ich hätte schon längst aufgegeben, habe ich mir noch gedacht, ach, das geht doch noch. Und ja. Dann, was kann ich euch noch erzählen? Ist so ein bisschen schwierig von einem selbst zu erzählen. Oh ja. Interessanter Fakt, der aber wahrscheinlich total unnütz ist, euch zu erzählen, weil ich meine, deswegen existiert mein Kanal. Ich bin ein Asperger-Autist. Meine Big Surprise für euch, ich erzähle es euch jetzt in diesem Video mal wieder. Kann man ja mal wieder erzählen, oder? Wann habe ich es letztes Mal erwähnt? Ich glaube, Anfang des Monats. Nee, Anfang letzten Monats, im Februar müsste es gewesen sein, dass ich das mal wieder erwähnt habe.
Und gestern im Video, also im Mittwochsvideo. Ich habe nur noch einen Fakt, dann bin ich eh durch. Also, letztes unnützes Wissen. Es gibt diese Teesorte, die nennt sich Yogi-Tee. Und ich liebe Yogi-Tee. Meine Mom trinkt den auch unglaublich gerne. Und meistens, wenn sie einen kauft, dann ist es so, dass sie sagt, den habe ich mir gekauft. Und dann will sie mir immer welchen abgeben. Aber ich, wenn ich welchen kaufe, ich würde ihr nie was abgeben. Nicht. So ein paar kleine Infos über mich mal. Ich dachte, das könnte man, habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Und ich dachte, hey, warum nicht? Ich erzähle euch mal ein bisschen was von mir. Wenn du jetzt auch nicht aufhörst, mich zu knuffen, knuff ich zurück. So, gut. Ja. Ja, Leo muss nicht so gucken. Ja, das war mein heutiges Video und ich dachte, so mal ein bisschen was von mir erzählen. Gut, vielleicht machen wir das, wenn ihr das mögt, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, dann erzähle ich euch mal öfters ein bisschen was unnützes Wissen von Elena. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich werde jetzt sowas von niesen, weil meine Nase kribbelt. Wir sehen uns dann bis nächste Woche. Ciao!